Schönen guten Morgen. Kommt er oder kommt er nicht heute die Brexit-Entscheidung, wenn sie denn kommt, wenn die Abstimmung darüber im britischen Parlament nicht wieder verschoben wird? Wir schauen zunächst nach Frankfurt zu meiner Kollegin Viola Grebe. Ja, einen schönen guten Morgen. Ja, jede Menge, was es heute zu beachten gilt. Eine Deadline, die wieder gesetzt wurde. Mal schauen, ob sie die britische Premierministerin auch einhält oder ob sie kneift und das Ganze wieder verschiebt. Was denkst du? Ja, moin aus Frankfurt. Ja, die Frage ist ja auch nicht, kommt er oder nicht, sondern auch, wie kommt er und wie geht es dann überhaupt weiter? Und das sind ja dann doch sehr viele Fragezeichen. Also ist die reinste Wundertüte aus Großbritannien, die wir da vor uns haben. Interessant, dass es heute trotzdem für den DAX danach aussieht, als würden wir mit grünen Vorzeichen in den Tag starten. Denn der Brexit, die Abstimmung ist zwar das alles beherrschende Thema gerade, aber es gibt ja trotzdem noch das eine oder andere weitere Ereignis. Und da haben wir zum Beispiel heute Morgen gesehen, sehr, sehr grüne Vorzeichen an den asiatischen Börsen, beflügelt von der Hoffnung auf Steuersenkungen. Gestern haben uns ja schwache China-Außenhandelsdaten eher die Stimmung verhagelt. Aber offensichtlich, so heißt es zumindest, ist da jetzt eben, um dem Ganzen mal unter die Arme zu greifen in China, da jetzt Steuersenkungen geplant. Also das hat die Märkte in Asien heute Morgen geradezu in Superstimmung versetzt und es sieht danach aus, als könnte der DAX sich für den Start davon ein Scheibchen abschneiden. Wall Street gestern, ja, ein bisschen verhalten, da ging es für den Dow etwas runter, 0,4%. Der Regierungsstillstand hat dann doch mal so ein bisschen auf die Stimmung gedrückt und eben diese gewisse Sorge, die von den schwachen China-Daten gestern geschürt worden, dass es eben, dass wir einen Abschwung bei der globalen Konjunkturdynamik sehen. Also dementsprechend können wir uns natürlich freuen, dass heute in Asien etwas freundlicher aussieht, aber das große Thema Brexit, die große Wundertüte, die bleibt uns natürlich erhalten und ein bisschen mehr könnten wir dann heute Abend wissen, aber wie es dann weitergeht, schauen wir mal. Aber bleibt auf jeden Fall spannend, könnte in dieser Woche also noch ganz schön hin und her gehen. Also ein spannender Tag. Dir vielen Dank für den Überblick. Ja, und wir kommen jetzt an die Wall Street. Übrigens die Brexit-Abstimmung wohl erst so gegen 22 Uhr unserer Zeit. Beobachter gehen davon aus, dass die Entscheidung am Ende tatsächlich erst gegen Mitternacht fallen wird oder sogar noch später. Sie müssen also nicht die Luft anhalten. Das reicht morgen früh. Die amerikanischen Börsen, ja, verhalten. Regierungsstillstand, Shutdown, der längste aller Zeiten. Das zumindest kann sich dann Donald Trump auf die Fahnen schreiben und das wird auch jeder Überprüfung standhalten. Die positiven, ja, die positiven Effekte in Asien, das sehen wir, Shanghai und Hongkong relativ deutlich im Plus. Die Steuersenkungen dürften natürlich den Unternehmen helfen. Ganz wichtig war vor allen Dingen, dass die Chinesen gesagt haben, sie wollen jetzt nicht den Markt dann unbedingt mit Kapital fluten, sondern sie wollen das Ganze moderat und nachhaltig gestalten, dass tatsächlich auch die Hilfen ankommen. Und dann schauen wir uns mal den ersten Chart an, den wir dabei haben, nämlich eine sehr interessante Entwicklung. Genau da ist es. Tencent, schauen sich das an. Seit Anfang November die Aktie wieder im Aufwind. Diese Abwärtsbewegung ist letztendlich unter anderem einer Verzögerung bei der Freigabe für Online-Games geschuldet gewesen. Und das ist das Kerngeschäft von Tencent, das ist der größte Hersteller von Online-Games weltweit. Und eine Verzögerung hier hat natürlich direkte Auswirkungen auf das operative Geschäft. Deshalb der Kursabschwung, kam natürlich noch andere Dinge dazu, Handelskrieg etc. pp., alles bekannt. So, und jetzt in den vergangenen Tagen, hier sehen Sie etwas, eine deutlich verbesserte Stimmung hatte auch damit zu tun, dass diese Verzögerung sich jetzt offensichtlich auflöst und Tencent dann die Geschäfte machen kann, für die man letztendlich bekannt war und natürlich auch mit den entsprechend hohen Wachstumsraten. Und weshalb es heute Morgen doch kräftiger nach oben geht, ist nicht nur der charttechnischen Situation geschuldet, natürlich kurz vor dem Ausbruch, sondern auch, weil, Sie sehen es, hier in den letzten Dezembertagen die Spiele, die Tencent unter anderem im Markt hat, hervorragend performt haben. Honor of King ist dabei gewesen, QQ Speed. Da haben sich die Umsätze eben mal in diesen Tagen um 80% nach oben geschwungen. Bei Honor of Kings waren es, glaube ich, so um die, nein, Entschuldigung, nicht Honor of Kings, sondern Kings of Chaos. Das waren plus 20%. Ebenfalls, was man nicht vergessen sollte, ist natürlich NetEase. Die beiden, Tencent, NetEase, das sind die, die mehr oder weniger den Markt unter sich
größtenteils aufteilen. Natürlich, da kommen dann irgendwo hier unten dann noch andere Unternehmen, aber Tencent und NetEase, das ist das Online-Gaming und das sollte man im Hinterkopf behalten. Und wie gesagt, Tencent kurz vor dem Ausbruch, sehr interessante Aktie. Goldcorp gestern, klar, einer der Top-Gewinner nach der angekündigten Übernahme durch Newman Mining, ein All-Stock-Deal und rund 10 Milliarden Dollar schwer. Und die Hoffnung natürlich jetzt, dass es zu einer Konsolidierungsbewegung bei den oder unter den großen Goldproduzenten kommen wird. Emerson zuletzt im Scheinwerferlicht, im Rampenlicht, nicht unbedingt wegen dem operativen Geschäft, das läuft ohnehin gut, sondern weil sich ja Firmengründer und Großaktionär Jeff Bezos von seiner Frau trennen wird. Das heißt, die Gute wird dann natürlich aus der Scheidungsvereinbarung ein doch deutlich größeres Aktienpaket mitnehmen. Und viele Anleger fragen sich natürlich, was wird sie damit machen? Nun, meine persönliche Überlegung ist, wenn sie halbwegs im Frieden auseinandergehen und es sieht ja wirklich danach aus, dann wird da gar nichts passieren, dann wird vielleicht nach und nach dieses Aktienpaket die Hände wechseln. Ansonsten ist das, glaube ich, viel Rauch um nichts. Das sollte man die beiden unter sich ausmachen lassen. Das ist nicht unsere Angelegenheit. Die Aktie jetzt nicht deshalb schwächer gewesen, sondern ganz einfach, weil man hier an die 200-Tage-Linie wieder dran gelaufen ist. Oben drüber im Bereich 1800 natürlich noch ein knackiger Widerstand, der sich da aufgebaut hat. Also ich glaube nicht, dass das jetzt unbedingt dieser Nachrichtenlage geschuldet war. Ja, der DAX, Sie haben es gerade gehört, erstmal fester erwartet. Asien Börsen sehr gut unterwegs. Die Hoffnung, dass es hier zu Stimuli kommen könnte, natürlich entsprechend groß. Also versuchen wir uns wieder mal an der 11.000-Punkte-Marke, vielleicht jedenfalls. Man muss mal schauen, wie sich die Anleger verhalten mit der Brexit-Abstimmung vor Augen, ob sie da allzu sehr ins Risiko gehen. Auf der anderen Seite, es ist Berichtssaison und am Donnerstag unter anderem ja Netflix dann mit den Quartalszahlen und das wird auch sicherlich hier nach Frankfurt rüberschwappen. Volkswagen wird 800 Millionen Euro in eine E-Auto-Fabrik in Chattanooga investieren. Das sind natürlich erstmal gute Nachrichten. Ich weiß gar nicht, ob Donald Trump das schon getwittert hat, dass er letztendlich ja persönlich dafür verantwortlich sein wird. Und Volkswagen wird Details zur Kooperation mit Ford bekannt geben. Also hier durchaus so zwei Trigger, die die Aktie und den Aktienkurs in Richtung vielleicht 200-Tage-Linie dann treiben könnten. Die verläuft etwa bei 152 Euro. Vonovia, ja, war zuletzt wieder stark unterwegs. Gestern einer der Top-Gewinner. Technisches Kaufsignal muss noch bestätigt werden, aber sicherlich momentan etwas für Kurzfristinvestoren. Und Adidas. Und jetzt muss ich nachschauen, Adidas und gleich kommt noch Conti, das sind die Gewinner im laufenden Jahr. Ist ja noch nicht allzu lang, kann man noch nicht so allzu viel daraus lesen. Das ist, als wenn man sich die Bundesliga-Tabelle nach dem zweiten Spieltag anschauen würde. Ist ja auch nicht besonders aussagekräftig, aber es ist sicherlich schon mal gut zu sehen, dass wir bei Adidas eine kräftige Gegenbewegung auf die Verluste im Dezember gesehen haben. Natürlich auch dem Umstand geschuldet, dass bei Nike die Geschäfte sehr gut laufen. Da hofft man dann natürlich immer auf eine ähnliche Entwicklung. Und Sie sehen tatsächlich eine V-förmige Erholung. Ob die am Ende tatsächlich auch noch umgesetzt wird, das heißt Sprung über die 200-Euro-Marke und dann vielleicht, dass wir uns weiter nach oben bewegen in Richtung 205, 210 Euro, muss man jetzt ganz einfach abwarten. Aber der Boden hier sicherlich entsprechend bereitet. Continental, habe ich gerade gesagt, ist im laufenden Jahr einer der besten Werte. Ich glaube, es waren 8%, genau wie bei Adidas. Etwa 8% ging es hier nach oben. Momentan der Versuch einer Bodenbildung. Autosektor ist natürlich relativ schwierig momentan. Sie wissen, für 2019 erwartet man, dass hier Umsatz und Gewinne sinken werden. So, das ist von meiner Seite schon gewesen. Wird ein spannender Tag heute. Mal schauen, was die Anleger draus machen. Und wir sehen uns dann wieder zur US-Vorbörse um 14:40 Uhr. Bis dahin, tschüss.